Sie sind mit Ihrer Familie hier, um einen sexuellen Missbrauch durch den Freund Ihrer Tante anzuzeigen? Ja. Wann ist das passiert? Gestern Abend. Gestern Abend bei Ihrer Tante oder bei ihm? Bei ihm. Erst haben wir geredet. Dann hat er mich in die Dusche geschoben und mich ausgezogen. Ich habe Nein gesagt, aber er hat weitergemacht. Sie haben also zunächst geredet, als Sie bei ihm waren. Und dann hat er Sie bei der Hand genommen und ins Badezimmer geführt. Ja. Sie sind ihm gefolgt und haben sich nicht losgerissen. Nein, ich dachte, er führt mich in die Küche, damit ich ihm etwas zu essen mache. Hat er einen Finger in Ihre Vagina gesteckt? Mhm. Einen Finger oder mehrere? Nein, einen Finger. Einen. Und was ist danach passiert? Er hat mich runtergedrückt. Mit einer Hand auf Ihren Rücken? Ja. Auf den Kopf? Ja. Verstehe. Ich musste mich bücken und dann ist er in mich eingedrungen. Es hat nicht so lange gedauert. Hat er in Ihnen ejakuliert oder sich vorher zurückgezogen? Nein, er hat ejakuliert. Er hat in Ihnen ejakuliert? Mhm. Und? Ich nahm meine Sachen, zog mich an, holte meine Jacke und ging. Warum haben Sie nicht gleich die Polizei gerufen? Warum sind Sie nicht direkt in die Notaufnahme? Weil er Sie missbraucht hat? Ja, ich fühlte mich schlecht und wusste nicht, was tun. Fühlten Sie sich zu diesem Jungen hingezogen? Wir müssen immer gründlich ermitteln und sind gezwungen, nervige Fragen zu stellen. Ich habe keinen Grund, Ihnen nicht zu glauben, aber ich muss Sie fragen, ob Sie sich zu diesem Jungen hingezogen fühlten. Nein. Wären Sie zu einer Gegenüberstellung bereit, hier bei uns? Ja. Wir setzen Sie beide in verschiedene Zimmerecken. Wir stellen Fragen und jeder von Ihnen kann sich äußern. Okay. Einverstanden? Ja. Was bezwecken Sie mit dieser Anzeige? Dass Sie als Opfer anerkannt werden? Das ist ganz logisch, aber was wünschen Sie sich? Dass er ins Gefängnis geht? Dass er für seine Tat verurteilt wird? Ich wollte eigentlich nur meine Unschuld beweisen. Ihre Unschuld beweisen? Sie haben keine Schuld, Sie haben nichts Böses getan. Sie dürfen sich keine Vorwürfe machen. Wenn er Sie missbraucht hat, muss er dafür bezahlen und nicht Sie. Sie müssen nichts beweisen, weil Sie unschuldig sind. Das darf man nicht verwechseln. Sie haben doch nicht gelogen. Nein. Dann habe ich keinen Grund, Ihnen nicht zu glauben. Haben Sie seitdem schon geduscht? Nein. Sie haben sich seit dem Verkehr nicht gewaschen? Nein. Gar nicht? Nein. Wenn wir hier fertig sind, gebe ich Ihnen eine Kopie Ihrer Anzeige und dann müssen Sie sich untersuchen lassen. Okay. Hier ist alles erklärt. Das Adavi ist das Büro der Opferhilfe. Denn Sie brauchen vielleicht auch jemanden, der Ihnen zuhört. Okay. Einverstanden? Ich werde das alles auch Ihrer Mutter erklären, okay? Mhm. Ich halte Sie auch wegen der Gegenüberstellung auf dem Laufenden. Ja. Das ist wichtig. Ja. Gut, ich bin nicht wirklich überzeugt. Ich weiß nicht. Kommen Sie, Sie müssen sich umziehen. Ziehen Sie bitte Hose und Slip aus. Und das hier an. Bitte so herum. Okay. Sie waren ja schon mal beim Frauenarzt, oder? Einmal. Ich erkläre Ihnen alles, denn bei uns läuft es etwas anders. Die Fersen bitte hier hin und das Gesäß nicht zu weit zurück. Legen Sie sich hin. Mhm. Spreizen Sie die Beine. Ich versuche, Proben zu nehmen, um noch Spermien zu finden. Es geht schnell und tut nicht weh. Es kann unangenehm sein, aber nicht schmerzhaft. Wenn etwas passiert ist, finden wir die Spuren in der Vagina und nicht anderswo? Mhm. Wir fahren den Tisch ein bisschen hoch, damit die Frau Doktor sich nicht so bücken muss. Tut das weh? Nein. Sie können sich wieder anziehen. Ja.
Was können Sie mir über Ihr Liebesleben sagen? Das Mädchen hat ein Problem. Ein ernstes Problem. Ganz ehrlich, dieses Mädchen ist eine Lügnerin. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Sie kam gestern bei Ihnen vorbei. Ja. Aber vorher war sie noch nie da. Nie. Sie war nie in Ihrem Badezimmer. Nein. Sie sagt, die Wanne sei rechts, das Waschbecken geradeaus und die Waschmaschine links. Wie kann sie das wissen, wenn sie nie da war? Bevor sie ging, war sie noch auf der Toilette. Und die Toilette ist wo im Badezimmer? Es gibt eine Extra-Toilette. Direkt daneben? Ja, daneben. Bitte sehr. Unterschreiben Sie hier. Ich bringe Sie noch runter. Und er? Sagt, es hätte keinen Sex gegeben. Er hat ein Problem, denn die Uniklinik rief eben an. Sie haben Spermien gefunden. Sie hat also nicht gelogen. Dann ist die Frage, sind das seine oder nicht? Wenn er dabei bleibt, dass er es nicht war, müssen die Spermien ja irgendwo herkommen. Sie bleiben also dabei, dass dieser Mann Sie zum Verkehr gezwungen hat? Ja. Was sagen Sie dazu? Darauf kann ich nur antworten, dass dieses Mädchen eine Lügnerin ist. Sie wollte, dass ich sie mit ins Badezimmer nehme und sie ausziehe. Hast du mich etwa nicht machen lassen und darauf bestanden? Nein, Sie müssen meinem Kollegen antworten. Schauen Sie meinen Kollegen oder mich an. Sie beide dürfen sich nicht ansehen. Okay. Okay? Hatten Sie während all der Zeit keine Fluchtmöglichkeit? Nein, denn er hat sich vor die Tür gestellt. Haben Sie sich gegen die Vergewaltigung gewehrt? Ja, ich habe mich gewehrt. Sie haben diesen Sexualverkehr also nicht gewollt? Ja, ich wollte das nicht. Vielleicht war es ja auch einvernehmlich. Und jetzt haben Sie Angst, dass Ihre Tante davon erfährt. Nein, ich war dagegen. Haben Sie darauf etwas zu erwidern? Ehrlich, ich weiß nicht mal, was... Sie bestreiten jede Art von sexuellem Missbrauch? Ja. Keine Penetration? Niemals. Sie wurde untersucht? Okay. Was werden Sie sagen, wenn wir Ihr Sperma finden sollten? Ob ich ejakuliert habe? Ja, in ihr. Denn sie sagt, er ist in mich eingedrungen. Ich war nach vorn gebeugt, er hat in mich ejakuliert. Wenn wir Ihre DNA finden, was antworten Sie dann? Ich war das nicht. Dieselbe Frage auch an Sie. Da er in Ihnen ejakuliert hat, müssten wir die DNA dieses Herrn finden. Ja. Werden wir? Ja. Keine andere DNA? Nein. Ganz sicher? Ja. Also lügt einer von Ihnen beiden. Die Gegenüberstellung ist beendet. Sie bleiben die Nacht hier, weil wir den DNA-Test abwarten müssen. Ich kann auch morgen früh um 8 wiederkommen. Nein, Sie bleiben über Nacht hier in Polizeigewahrsam. Okay. Wir haben keine Wahl, so sind die Vorschriften. Wie ist dein Gefühl? Ich bin mir unsicher. Tatsächlich. Ich denke, er hat es getan. Ah ja? Er ist fest davon überzeugt, dass wir nichts finden werden. Das Mädchen hat schließlich kein Interesse daran, es sich mit seiner Familie zu verderben. Selbst wenn sie ansonsten eine kleine Lügnerin ist, wie uns alle weismachen wollen. Sie lügt bei Kleinigkeiten. Nein, aber... Aber nicht bei sexuellem Missbrauch. Doch, das könnte sein. Glaubst du? Es könnte sein. Vielleicht wollte sie eine Verspätung rechtfertigen und hat deswegen gesagt, ich wurde vergewaltigt. Denn er ist ja trotz allem ziemlich gelassen. Oder sie kam später und hat jemand anderen besucht. In dem Fall ist es nicht seine DNA. Ich weiß es nicht. Finden wir raus. Ich werde ihn fragen, aber wir brauchen den DNA-Test. ADN. Was möchten Sie aussagen? Es stimmt, dass ich den ersten Schritt gemacht habe. Ich habe Ihre Hand berührt, um zu sehen, wie sie reagiert. Sie hat gar nichts getan.
Und dann? Habe ich ihr die Hose ausgezogen. Da saßen sie immer noch auf der Couch. Ja, und dann habe ich Liebe mit ihr gemacht. Aber das hatte nichts mit Vergewaltigung zu tun. Ich bin kein Vergewaltiger. Wie lief das ab? Mit Vorspiel? Haben Sie sie geküsst oder ihren Busen abgeleckt? Nichts davon. Keinen Finger eingeführt? Nein. Und dann? Bin ich in sie eingedrungen. Und ejakuliert? Das Sperma? Ja. Na, ich war nicht dabei. Meine Frage ist ganz einfach. Sie dringen in sie ein, es kommt zum Verkehr. Haben Sie sich zurückgezogen, bevor... Ich habe mich zurückgezogen. Gut, und glauben Sie, dass Sperma in ihr zurückgeblieben ist? Das weiß ich nicht. Sie wissen es nicht. Warum wollen Sie jetzt alles sagen? Ihr schlechtes Gewissen oder die Angst vor dem Ergebnis unseres DNA-Tests? Wie ich schon sagte. Sie dachten, wenn ich weiter lüge und Sie mein Sperma finden, ist das schlecht, stimmt's? Nicht? Ich habe vielleicht mit ihr geschlafen, aber ich habe nicht in ihr ejakuliert. Ob da jetzt ein bisschen was... Da reichen schon ein paar Tropfen. Das stimmt. Ich stelle fest, dass Sie ein großer Lügner sind. Sie haben Sie von Anfang an als kleine Lügnerin bezeichnet, obwohl Sie selbst der Lügner sind. Das steht fest. Ich bin kein Lügner. Doch, seit 24 Stunden sitzen Sie in meinem Büro und Sie lügen. Ich weiß nicht, wie das hier endet, aber so wie es aussieht. Ist Ihnen bewusst, dass wir hier für die Opfer von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung arbeiten? Wissen Sie, was das ist? Wir haben es hier mit echten Opfern zu tun. Damit meine ich nicht, dass sie kein Opfer ist, denn das weiß ich nicht. Okay. Aber ist Ihnen klar, dass wir uns seit 48 Stunden mit Ihnen beschäftigen? Ja. Und das finden Sie normal? All das nur, weil sich der Herr auf einem Sofa tummelt und nicht in der Lage ist, das zuzugeben. Der Lügner sind Sie. Das stimmt. Ich gebe es zu. Ist alles gesagt? Ja. Und jetzt? Jetzt bleiben Sie hier. Ich bringe Sie raus. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Wir müssen Sie anrufen und noch einmal anhören. Wir müssen Sie davon in Kenntnis setzen, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, wer von beiden die Wahrheit sagt. Wenn alle einverstanden sind, haben wir dann wenigstens unsere Aussagen. Danach rufen wir den Staatsanwalt an und ziehen Bilanz. Sie muss noch einmal kommen. Wir haben noch Fragen. Könnte sie in einer Stunde hier sein? Okay. Dann bis gleich. Haben Sie schlecht geschlafen? Ja. Wegen der ganzen Geschichte? Das ist verständlich. Denn gestern war kein leichter Tag für Sie. Sie waren mutig und ausdauernd, obwohl das alles wirklich viel war. Ins Krankenhaus, aufs Revier, wieder ins Krankenhaus und abends noch die Gegenüberstellung. Das war wirklich viel verlangt. Ich habe ihn noch einmal befragt. Er hat zugegeben, gelogen zu haben. Er gibt auch den Verkehr zu. Behauptet aber, er sei einvernehmlich gewesen. War er einvernehmlich oder nicht? Nicht einvernehmlich. Sie wollten absolut nicht. Nein. Er spricht nicht vom Badezimmer, sondern von der Couch. Nein, es war nicht auf der Couch. Nein, das ist völlig falsch. Völlig falsch. Wo war es dann? Im Badezimmer. Ganz sicher? Ja. Hat er sie befingert? Ja. Ja? Vorher, ja. Vorher? Ja, als er mir die Hose auszog. Den Slip hat er Ihnen auch ausgezogen? Ja. Sie möchten weiterhin Anzeige erstatten? Ja. Unterschreiben Sie bitte hier. Ab jetzt brauchen Sie Geduld. Er kommt vor den Untersuchungsrichter, der die erforderlichen Entscheidungen treffen wird. Soll ich Sie hinausbegleiten? Na dann mal los. In den ersten 48 Stunden hat Marie ihre Geschichte bereits 5-mal erzählt. Für die Ärzte, Richter und Anwälte wird sie das Erlebte noch dutzende Male wiederholen müssen. In Frankreich gibt es jährlich 250.000 Vergewaltigungsopfer. Nur 16.000 erstatten Anzeige und die wenigsten Fälle landen vor Gericht. Die einzelnen Etappen des Rechtswegs sollen bewirken, dass nur die gesicherten Fälle übrig bleiben. Nach der Anzeige soll eine medizinische Untersuchung Beweise liefern. Doch am dringendsten sind jetzt eine HIV-Dreifachtherapie und die Pille danach. Guten Tag. Ich habe einen Termin um 11.45 Uhr. Haben Sie die Papiere von der Polizei? Waren Sie schon mal hier? Nein, ich bin zum ersten Mal da. Bitte gehen Sie ins Wartezimmer. Wir nehmen Sie auf.
Sie haben am 13. Januar einen Überfall angezeigt, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet hat. Genau, um 5 Uhr morgens. Wie geht es Ihnen seitdem? Es geht. Können Sie schlafen? Ich leide sowieso unter Schlaflosigkeit. Okay. Wie äußert sich diese Schlaflosigkeit? Ich schlafe nur 2 Stunden pro Nacht. Ihr Schlaf ist nicht schlechter, weil Sie ohnehin nie schlafen. Verstehe. Wie haben Sie das Medikament seit Samstag vertragen? Wann nehmen Sie es? Um 10 Uhr morgens, zwischen 9:30 und 10. Zum Essen? Ja. Was das Medikament betrifft, werden wir die Behandlung verlängern. Sie haben es jetzt 3 Tage genommen. 2 Tage. 2 Tage. Und nehmen es weiter. Insgesamt 28 Tage lang. Kein Problem. Wenn der Täter in dieser Zeit, was ich hoffe, gefasst wird, wird man ihm serologische Tests zum Nachweis von sexuell übertragbaren Krankheiten nahelegen. Zwingen können wir ihn nicht. Wenn er einwilligt und keine sexuell übertragbaren Infektionen hat, geben wir Ihnen Bescheid. Er ist HIV-negativ, Sie können die Behandlung einstellen. Cool, okay. Ich gebe Ihnen jetzt die Ergebnisse Ihres ersten Bluttests vom Samstag. Das ist Ihr serologischer Status vor dem Überfall. Und an dieser Blutprobe, die ja viel später genommen wurde, kann man sehen, ob ich unter Drogen stand? Wir haben hier nur auf sexuell übertragbare Krankheiten getestet und nicht auf Alkohol, Medikamente und all das. Verstehe. In der Akte steht, dass Sie nur sehr verschwommene Erinnerungen haben. Vollkommen verschwommen. An die Zeit zwischen 3:30 und 7:30 Uhr morgens kann ich mich praktisch gar nicht erinnern. Da gibt es nur 2 Bruchstücke. Das ist alles. Ich erinnere mich an den Moment, in dem er mich... Und noch an einen Moment kurz davor. Aber ich erinnere mich nicht mal an das Gesicht des Typen. Bei den meisten sexuellen Übergriffen nach Alkoholkonsum werden nach unseren Erfahrungen weder Medikamente noch Betäubungsmittel gefunden. Sehr oft lassen sich die Symptome oder sogar eine Amnesie durch den Alkohol erklären. Diese schwarzen Löcher können sehr tief sein. Aber Vorsicht! Sie dürfen jetzt nicht denken, wenn es der Alkohol war, ist es meine Schuld. Ich hätte nicht so viel trinken sollen. Aber die Tatsache, dass ich mich nicht erinnere... Vergessen Sie das gleich wieder. Der Angreifer ist in diesem Moment verantwortlich. Denn er hat ja sehr genau gesehen, dass Sie nicht mehr einwilligen konnten. Der Geschlechtsverkehr mit Ihnen war nicht einvernehmlich, weil Sie ja gar nicht mehr zustimmen konnten. Erwarten Sie nicht zu viel von dieser toxikologischen Untersuchung. Das hat man mir bereits gesagt. Konzentrieren Sie sich auf die regelmäßige Einnahme der Medikamente, genügend Schlaf und Ihre seelische Verfassung. Wir geben Ihnen noch einen neuen Termin. In 6 Wochen? In 6 Wochen, okay. Zu den zahlreichen Folgeerscheinungen einer Vergewaltigung gehören auch starke Schuldgefühle, die das Opfer quälen. Diese Gefühle werden massiv durch das Umfeld verstärkt, das blaue Flecken und blutige Wunden erwartet, obwohl es zumeist kaum Spuren gibt. Denn 9 von 10 Vergewaltigungen werden im Bekanntenkreis und ohne Anwendung von Gewalt verübt. Nur wenige Opfer werden zusätzlich durch Schläge verletzt. Ihre Anzeigen haben die größten Aussichten auf Erfolg. Guten Tag, Sie sind mit dem Gericht von Nord verbunden. Bitte gedulden Sie sich einen Moment, wir werden Ihren Anruf sofort entgegennehmen. Guten Tag. Sittendezernat Nord, guten Tag. Ich würde gern mit einem Richter sprechen. Es geht um eine schwere Vergewaltigung, die heute Morgen an einer Frau verübt wurde, die derzeit in der Uniklinik somatisch und gynäkologisch untersucht wird. Es betrifft die 2 Personen, die heute Vormittag verhaftet wurden. Ich verbinde. Danke. Musik. Hallo? Guten Tag, Madame Lebrun. Ich rufe Sie wegen eines ziemlich ernsten Falls an, denn die Frau ist schwer verletzt. Sie sagt, sie wäre 3 Männern begegnet, die eine Autopanne hatten. Sie hat uns eine Personenbeschreibung der 3 gegeben. Ein farbiger, schwarz gekleideter Mann, der winkte,
und eine zweite Person, die vor der Motorhaube des Wagens stand oder sich darauf zubewegte. Die Panne war wohl gerade erst passiert. Sie sagt, er trug ein oranges Oberteil, das ihr sofort auffiel. Sie hielt an, um ihre Hilfe anzubieten und erklärte sich bereit, zwei der Männer mit nach Nord zu nehmen. Sie saßen hinten im Wagen. Schließlich hielt sie auf einem Parkplatz, woraufhin einer der Männer ausstieg und ihr zum Dank die Hand schüttelte. Der zweite Mann stieg gleichzeitig mit der Patientin durch die linke hintere Tür aus dem Wagen, drehte sich um und versetzte ihr einen heftigen Faustschlag auf die linke Seite des Gesichts. Dadurch erlitt sie eine Art Gedächtnisverlust, denn von da an kann sie sich an nichts mehr erinnern. Als sie wieder zu sich kam, saß sie am Steuer des Wagens und wurde von dem Mann an den Schultern festgehalten. Sie sagt, sie hätte vergeblich versucht, sich zu wehren. Er zwang sie zum Oralverkehr und drohte ihr mit einem Messer. Schließlich fand sie den Knopf für den automatischen Fensterheber an der Seite und rief um Hilfe, woraufhin der Kerl die Flucht ergriff. Die herbeigerufenen Polizisten bestätigen, dass sie ein Auto mit zwei Personen kontrolliert haben und derzeit beide in Gewahrsam sind. Die Liste der Verletzungen ist ziemlich lang. Quetschungen an der linken Wange, am linken Jochbein, an der rechten Hand und am Rücken. Aufgeplatzte Oberlippe, Hämatome auf der Kopfhaut, auf der rechten und linken Stirnseite, an der linken Wange und am linken Oberlid. Sie hat außerdem Abschürfungen an der linken Wange und am Jochbein. Wir werden die Männer gleich vernehmen, denn mit dem Opfer können wir erst in 3 Stunden sprechen. Besser, wir machen das jetzt und verlängern dann morgen früh. Duzen wir uns? Das ist einfacher. Ist dir klar, was dir vorgeworfen wird? Gemeinschaftliche Vergewaltigung. Vergewaltigung? Ja, es geht nicht um Diebstahl, sondern um Vergewaltigung. Warum Vergewaltigung? Darüber reden wir jetzt. Das ist heute Morgen passiert, verstehst du? Ja, aber ich weiß nicht, warum ich hier bin. Du bist aus gutem Grund hier. Ja, weil mein Auto eine Panne hatte, nicht wegen einer Vergewaltigung. Hattest du schon mal mit Sexualdelikten zu tun? Was? Schon mal was mit Sexgeschichten zu tun gehabt? Nein. Nur zu deiner Info. Sie ist jetzt da. Miriam hat mit den Fotos angefangen. Sie hat den anderen zu 80% und ihn hier zu 100% wiedererkannt. Lass dir also keinen Bären aufbinden. Im Moment lehnt sie eine Gegenüberstellung total ab. Ja. Was ich verstehen kann. Dann lass ich dich mal weitermachen. Das findest du lustig? Ich finde das gar nicht lustig. Wir sind hier, weil eine Frau vergewaltigt wurde. Oh la la. Du hast immer noch nicht kapiert, warum du hier bist. Nein, nein, das war ich nicht. Das werden wir überprüfen. Wenn du es nicht warst, kannst du gehen. Aber wenn, solltest du schleunigst gestehen. Ich bin doch kein Vergewaltiger. Du hast gesoffen und vielleicht Mist gebaut. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie können ja meinen Speichel testen. Darum wollten wir dich bitten. Wir werden einen DNA-Test machen. Na bravo. Wir werden alles überprüfen. Wie ich schon sagte, Vergewaltigung ist keine Kleinigkeit. Danke. Als nächstes nehmen wir eine Speichelprobe und heute Abend oder morgen früh sehen wir uns wieder. Okay. Okay? Ich habe den Angreifer weglaufen sehen. Können Sie ihn beschreiben? Ich habe nur seinen Rücken gesehen und die rasierten Haare. Er schien mir nicht sehr groß. Und die Kleidung? Ein großer Typ mit einer leuchtend orangenen Daunenjacke und einer grauen oder schwarzen Jogginghose. Ich habe hier ein Foto. Erkennen Sie ihn wieder? Auch was die Kleidung betrifft? Ich kann die Haare am Hinterkopf nicht sehen. Ist das Foto von heute? Ja. Die Farbe stimmt. Das war so eine Jacke. Aber die korpulente Statur, ich dachte nicht, dass er so korpulent war. Ich habe ihn von hinten gesehen. Bei den Ermittlungen sind Zweifel allgegenwärtig. Ist die Zeugenaussage belastbar? Folgt man einer falschen Fährte? Wo bleiben die Bilder der Videoüberwachung? Die Ermittler haben 48 Stunden. Dann müssen sie den Beschuldigten laufen lassen. Die beiden anderen laufen noch frei herum. Frage ist, ob sie unschuldig sind. Bei der Gegenüberstellung mit der Frau müssen wir die Tür schließen. Ich warte noch auf Erwan. Er müsste bald fertig sein. Ich werde so lange mit Sandrine die Protokolle schreiben. Ja.
Wattestäbchen, DNA-Test, Fingerabdrücke. Da sie zu mehreren im Auto saßen, dürfte es eine Menge Fingerabdrücke geben. Ich kümmere mich ums Protokoll. Für wie viel Uhr soll ich Sie einbestellen? 15 Uhr. Und sie will keinen Anwalt. Wie geht es Ihnen? Es geht. Es geht? Wir machen jetzt eine Gegenüberstellung. Sie müssen bestätigen, ob wir den richtigen haben, okay? Ja. Wird es gehen? Setzen Sie sich hier hin. Erkennen Sie diese Person? Ist das der Täter? Ja. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Ja. Ich frage Sie, dieser Mann wurde gestern Morgen 7.13 Uhr von der Polizei kontrolliert. 7.13 Uhr. Er saß in einem Fahrzeug, das eine Panne hatte. Um 7.16 Uhr wurde Ihr Auto dann von der Überwachungskamera des Parkplatzes erfasst. Sind Sie sicher, dass dies der Täter ist? Hören Sie, er sieht ihm auf alle Fälle sehr ähnlich. Ich möchte natürlich keinen Justizirrtum verursachen. Er trug einen orangen Pullover. Moment. Kann ich... Wie bitte? Kann ich mit ihm sprechen? Was wollen Sie ihm sagen? Um zu sehen, ob er mich wiedererkennt. Nein, ich sehe Sie zum ersten Mal. Er sah Ihnen sehr ähnlich. Mein Angreifer sah Ihnen sehr ähnlich, aber Sie müssten aufstehen. Nehmen Sie sich Zeit. Das ist wichtig, denn irgendwas scheint ja nicht zu passen. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Stehen Sie bitte auf. Ich erlaube mir, Sie anzuschauen. Ja. Denn der Mann, der mich angegriffen hat, war wirklich sehr groß. Ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie so groß sind wie er. Ja. Er war sehr viel größer als ich. Hat er Ihnen das angetan? Ja. Sie sind wie meine Mutter. Bitte? Wie meine Mutter sind Sie. Ich verstehe nicht. Sie sind wie seine Mutter. Ach ja. Wollen Sie noch etwas sagen? Ja. Es tut mir wirklich leid, was er Ihnen angetan hat, aber ich war das nicht. Ich schwöre Ihnen, ich war das nicht. Ich sehe Sie zum ersten Mal. Aber. Ich bin kein Vergewaltiger. Ich respektiere Frauen, vor allem wenn sie so alt sind wie meine Mutter. Das reicht. Ich habe Respekt. Fassen Sie sich. Ich habe Respekt. Passt die Personenbeschreibung auf jemand aus Ihrer Gruppe? Überhaupt nicht. Denn schließlich hat jemand aus Ihrer Gruppe diese Frau missbraucht. Unterschreiben Sie bitte hier. Es steht fest, dass einer deiner Kumpel die Tat begangen hat. Das ist sicher. Bestätigst du, dass er mit einem eurer Freunde weggefahren ist? Ja. In dem weißen Auto? Ja. Wenn der Staatsanwalt sein Okay gibt, kannst du gehen. Ich kann nach Hause? Ja, du gehst nach Hause. Ja. Hast du vor, ihn zu suchen? Wen? Nein, der ist mir scheißegal. Du darfst ihn weder warnen oder schlagen. Nein. Glaubst du, ich kann dir glauben? Ja, ich habe seit vorhin nur die Wahrheit gesagt. Ich werde ihn nicht suchen, er ist mir egal. Wenn ich ihn finden will, wo muss ich suchen? Auf seinem Territorium. Ja? Es ist praktisch unmöglich, in das Lager reinzugehen. Er wird dort nicht zu fassen sein, denn so dumm ist er nicht. Der Junge riecht den Braten. Na klar, der hat Schiss. Und wo ist der Bericht? Der muss hier dabei sein. Madame Lebrun, guten Abend. Es gibt Neuigkeiten in unserem Fall. Die große Schwierigkeit ist, ihn zu fassen. Ich sage Ihnen ehrlich, das ist in dem Lager unmöglich. Wir werden Sie freilassen und uns auf die Befragungen konzentrieren. Ja, absolut. Es war mir eine Freude. Und wir werden ihn schnappen. Einen schönen Abend und viel Erfolg. Auf Wiederhören. Okay.
Bei Vergewaltigungen können sich die Ermittlungen monatelang hinziehen. Während die Ermittler immer mehr Akten anhäufen, ist das Warten für die Opfer schmerzhaft. Die meisten versuchen, sich abzulenken, indem sie so schnell wie möglich an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Doch oft beeinträchtigen posttraumatische Belastungsstörungen ihren Alltag. Die Angst vor einer Begegnung mit dem Vergewaltiger, das Gefühl, ihn überall zu sehen, die Albträume, die Flashbacks. Diese Folgen der Traumatisierung werden auf Wunsch der Ermittler von einem Psychiater beurteilt. Ist das eine magische Anti-Stress-Technik, die ich noch nicht kenne? Habe ich recht? Nein, das ist die Anspannung. Wenn das funktioniert, dann kann ich es selbst ausprobieren, wenn ich gestresst bin. Bei mir funktioniert das. Es hilft wirklich gegen Stress? Ja. Es beruhigt? Ja, ich zähle dabei rückwärts. Jetzt? Während ich spreche? Ja. Dann ist es sicher schwer, mir zu folgen. Nein, ich bin daran gewöhnt. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Nein, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Es war also die Nacht vom 13. Januar. Vom 12. auf den 13. Auf den 13. Was ist da passiert? Ich war mit einer Freundin verabredet. Sie arbeitet in einer Bar, die ich gut kenne. Wir hatten zwei Drinks und sind dann zusammen mit einigen Stammgästen in eine andere Bar gegangen. Da ging es mir noch sehr gut. Aber nach dem ersten Drink, ich habe noch die Runde bezahlt, erinnere ich mich praktisch an gar nichts mehr. Ich habe eine Erinnerungslücke von 3 bis 3,5 Stunden. Und was ist dann passiert? Nach allem, was man mir erzählt hat, habe ich danach weitergetrunken. Vielleicht 3 Drinks. Schließlich habe ich offensichtlich begonnen, einen der Stammgäste zu küssen, den ich vorher nicht kannte. Das konnte ich auch auf den Videos sehen. Am Ende habe ich wieder eine kurze Erinnerung. Ich werde gegen eine Wand gepresst. Hinter mir steht jemand und ich habe große Schmerzen. Ich sage Stopp und dann finde ich mich auf dem Polizeirevier wieder. Sprechen wir zunächst über Ihren Zustand in den Wochen nach den Geschehnissen. Wie war Ihr Appetit? In den ersten Wochen ging es mir sehr gut. Ich habe normal gegessen. In den ersten 10 Tagen habe ich noch alles ausgeblendet. Es hat gedauert, bis es mir bewusst wurde. Bis Ihnen was bewusst wurde? Was geschehen war. Da ich mich an fast nichts erinnere, habe ich so getan, als ob nichts wäre. Ich bin sehr gut darin, den Kopf in den Sand zu stecken. Aber Sie haben doch Anzeige erstattet. Das habe ich getan, weil mich alle dazu drängten. Wäre ich ganz allein gewesen, hätte ich vielleicht nicht den Mut gehabt, das durchzuziehen. Wurde Ihnen bewusst, dass Sie einer Gewalttat zum Opfer gefallen sind? Oder die Bedeutungsschwere des Wortes Vergewaltigung? Was wurde Ihnen bewusst? Es war... Ich war noch Jungfrau. Mir wurde bewusst, dass das vorbei war. Hatten Sie jeden Tag Phasen mit erhöhter Wachsamkeit? Also eine permanente Nervosität, sodass Dinge, die Sie sonst nicht aufregen, plötzlich Stress verursachen? Jemand, der die Straße entlang geht, eine klappende Tür oder... Manchmal ja, vor allem nachts. Seit das passiert ist? Ja, vorher hatte ich nie Probleme. Ich konnte um 4, 5 Uhr morgens heimgehen, ohne Angst zu haben. Schlafen Sie noch schlecht? Ja. Wenn Sie wegen der großen Belastung Schlafstörungen haben, in einer Ausnahmesituation, wie es eine polizeiliche Untersuchung wegen eines Sexualdelikts nun mal ist, sollten Sie nicht zögern, sich ein Medikament verschreiben zu lassen. Ich werde Ihnen Adressen geben. Sie sollten wirklich einen Arzt aufsuchen. Okay? Ich habe gerade geschaut, Sie waren das letzte Mal im Februar hier. Wie geht es Ihnen seitdem? Mal so, mal so. Wie ist der Schlaf? Das kommt auf den Tag an, vielleicht 3 bis 4 Stunden. Immer noch so wenig? Ja. Wir behandeln Ihre Schlafstörungen jetzt schon seit einigen Monaten, aber es wird nicht besser. Abgesehen vom Schlaf, gibt es noch weitere Probleme? Die Gedanken, die mir Tag und Nacht durch den Kopf gehen. Was genau, die Bilder?
Nein, ich denke darüber nach, was passiert ist, wie es passiert ist, warum es passiert ist, immer und immer wieder. Dass ich keine Bilder im Kopf habe, macht es für mich besonders problematisch. Es schmerzt, dass Sie sich nicht erinnern. Ja. Worüber denken Sie nach, wenn Sie allein sind? Ob sich der Typ bei einer Gegenüberstellung nicht total getäuscht fühlen wird. Vielleicht ist er unschuldig, weil er sich der Situation nicht bewusst war. Gab es eine erste Gegenüberstellung? Nein. Nein? Es hat keine? Nein. Gibt es Menschen, die von ihrer Situation wissen? Ja, mehrere. Freunde, ihre Eltern? Ja. Sie helfen ihnen? Es ist eher ein Problem, dass sie Bescheid wissen. Meine Mutter ist überbesorgt. Ihr Lieblingssatz ist, nach allem, was passiert ist, darfst du das nicht mehr machen. Das heißt, nicht mehr ausgehen. Nicht, okay? Sie haben jetzt alles und sind entlassen, okay? Steck das hier in die Akte. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis nächste Woche. 6 Monate nach ihrer Anzeige wartet Manon noch immer auf die erste Gegenüberstellung. In Maries Fall soll in einigen Monaten entschieden werden, ob er ad acta gelegt oder zur Anklage gebracht wird. Manons mutmaßlicher Vergewaltiger sitzt nach 4 Wochen Ermittlungen in U-Haft und wartet auf seinen Prozess. 3/4 aller angezeigten Fälle landen nicht vor Gericht. Die Richter berufen sich oft auf mangelnde konkrete Vorgaben zur Charakterisierung einer Vergewaltigung. Letzten Endes schafft es nur jede 10. Anzeige bis vor das Schwurgericht. Muriel ist am Ende des Weges. Zwischen ihrer Anzeige und dem Prozessbeginn liegen 4 Jahre. Er hat sie 2-mal penetriert. Er hat ihnen die Hand auf den Mund gelegt. Das hat er getan, weil sie geschrien haben. Sie hatten viel getrunken und sich kurz zuvor übergeben. Und sie haben einen Tampon benutzt, weil sie ihre Regel hatten. Das sind wichtige Punkte für eine spätere Verurteilung. Für ihn ist es keine Vergewaltigung, genau. Wenn er verurteilt würde, wäre das für ihn eine große Ungerechtigkeit. Ich denke, dass er es tatsächlich nicht versteht. Er spielt die Tatsachen nicht nur herunter, sondern er begreift es einfach nicht. Und das gilt auch für die Gesellschaft und damit natürlich auch für die Geschworenen. Ich war ja selbst blind, denn ich habe mir am nächsten Tag gesagt, tu so, als wäre es nur ein feuchtfröhlicher Abend gewesen, der ein bisschen schiefgegangen ist. Er hat dich nicht geschlagen, also kannst du so tun, als wäre alles normal. Aber es ist mir nicht gelungen, mich selbst zu täuschen. Wir werden auch gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen müssen. Und das sind die Vorstellungen einiger Geschworener. Darf man in der Öffentlichkeit Alkohol trinken? Viele würden dies instinktiv verneinen. Das ist das, wovor ich am meisten Angst habe. So wird dem Opfer der Prozess gemacht. Außerdem sind da noch die starken Schuldgefühle. Ja. Das ist wahrscheinlich die einzige Straftat, bei der sich die Opfer auch noch schuldig fühlen. Diese starken Schuldgefühle können über sehr lange Zeit anhalten. Der Täter dagegen fühlt sich überhaupt nicht schuldig. Man spricht hier von Täter-Opfer-Umkehr. Ja, das stimmt. Das findet sich in allen Akten. Dieses Schuldgefühl ist auf jeden Fall gesellschaftlich begründet, das ist klar. Und zur Gesellschaft gehören auch die Geschworenen. In Frankreich machen Vergewaltigungen mehr als die Hälfte aller Fälle aus, die vor einem Schwurgericht landen. Wenn alle Anzeigen so weit kämen, würde das System buchstäblich explodieren. Daher stellt sich ab dem Moment der Anzeige nur noch eine Frage. Wie stehen die Chancen, dass ein Opfer den Prozess gewinnt? Das Gericht. Meine Damen und Herren, bitte setzen Sie sich. Wir losen jetzt die Geschworenen aus. Die Aufgerufenen erheben sich bitte.
An einem französischen Schwurgericht fällt eine Jury aus unbeteiligten Bürgern das Urteil. Ihre Mitglieder sind oft von vielen Vorurteilen über die Opfer geprägt. Uff. Erstmal, wie geht es Ihnen? Ich bin nervös. Die Schilderung der Tat klang seltsam. Der Anfang war heftig. Sehr knapp und fehlerhaft. Der Überblick über den Tathergang war wirklich ein schlechter Anfang. Ja, das macht einen... Das war schockierend. Ich will ganz ehrlich sein, das hat mich auch schockiert. Seine Persönlichkeit und seine schreckliche Kindheit werden die Jury beeinflussen. So etwas berührt die Geschworenen. Sie denken dann, er hatte einen schweren Lebensweg, den wir nicht noch verschlimmern wollen. Ich finde das ziemlich ungerecht. Ich denke, das kann sich auf das Strafmaß auswirken. Schönen Abend. Meine Damen und Herren Geschworene, zunächst einmal möchte ich Ihnen danken. Danken dafür, dass Sie hier waren und die quälenden Schilderungen meiner Mandantin angehört haben. Es ist sehr schwierig, über eine so intime Verletzung und eine so schwere Gewalttat zu sprechen. Es war ein sonniger, vergnügter und gemütlicher Abend. Sie hatte sich dazu hinreißen lassen, zu viel zu trinken. Aber sie handelte in vollstem Vertrauen. Und dann kippte dieser Abend. Es gab nichts, was sie schützen konnte. Nichts. Weder ihre Worte, nein, hör auf, stopp, hör auf, noch ihre Hände, mit denen sie ihn abzuwehren suchte. Noch ihre Schreie, Hilfe. Vergewaltigung. Nichts. Während sie sich wehrte, verlor sie den Kontakt zu ihrem Körper. Sie spaltete ihn ab. Sie löste sich von ihm, ohne zu wissen, dass dies ein Überlebensmechanismus ist. Denn diese Gewalttat ist so unerträglich, dass sie für das Opfer einem Nahtoderlebnis gleichkommt. Als sie nach Hause kam, wusch sie sich. Sie wusch sich lange, rieb ihren Körper ab. Nicht nur, um den Geruch von Erbrochenem loszuwerden, denn sie hatte sich übergeben, sondern auch, um sich zu befreien, wie sie gestern sagte, um sich reinzuwaschen. Sie hat 4 Jahre gebraucht, um bis zu ihnen zu gelangen. In dieser Zeit musste sie die zahlreichen Versionen des Angeklagten ertragen. Sie musste sich anhören, dass sie ihn gestreichelt und geküsst hätte. Dabei hatte sie sich gerade übergeben und fühlte sich laut eigener Aussage hundeelend. Sieht so weibliche Lust aus? Was für eine Missachtung und Negation eines Menschen. Was für eine Gewalttat. Sie musste sich auch das Gerede über den Sexualtrieb anhören. Ein einmal erregter Mann müsse bis zum Ende gehen. Was ist das für ein verächtliches Männerbild? Mach ihn nicht wütend, lass ihn gewähren. Diese Worte klingen noch nach. Aber indem Sie das Opfer anhören, so wie Sie es gestern taten, geben Sie ihm ein Stück seiner Würde zurück, die ihm durch die Vergewaltigung genommen wurde. Diese Gewalttat wird weder Ihr Körper noch Ihre Seele je vergessen. Sie wird damit leben müssen. Aber dank dieser Gerichtsverhandlung wird sie ihren Weg endlich fortsetzen können. Fast auf den Tag genau 4 Jahre nach ihrer Anzeige. Die Verhandlung ist geschlossen. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück.
Nach zweistündiger Beratung spricht das Gericht den Angeklagten der Vergewaltigung schuldig. Es verurteilt ihn zu 5 Jahren Haft, davon 4 zur Bewährung. Mein Gott, das war harte Arbeit. Sind Sie zufrieden? Ja. Und Sie? Ja. Es ist zwar nur eine geringe Strafe angesichts der Tat, aber wenigstens wurde er für schuldig befunden. Es war wirklich hart. Sie hatten mich ja schon gewarnt, aber es war wirklich... Man macht sich das vorher nicht bewusst. Das wird sicherlich noch nachwirken. Ja, sicher. Das ist schon nicht ohne. Ja, das ist... Okay, dann wollen wir mal. Ja. Gehen wir. Wir gehen. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Der Verurteilte hat keine Berufung eingelegt. Wie es das Gesetz erlaubt, verbüßt er seine einjährige Haftstrafe zu Hause mit einer elektronischen Fußfessel. 3 Straßen von der Wohnung des Opfers entfernt.